war ein guter Einstand, glaube ich. War nicht einfach, es war das erste Spiel mit der Mannschaft. Aber die Jungs haben es richtig gut gemacht, haben es mir leicht gemacht und hat richtig Spaß gemacht. Und ich freue mich auf die kommende Saison und werde alles dafür geben, dass es eine super Saison wird. Ja, wenn man halt nur 2 nach 5 Minuten hinten liegt, dann ist ein bisschen was schief gegangen. Wir haben halt überhaupt nicht gut ins Spiel gefunden und wir haben halt keine Ausreden. Das sind halt keine Belastungen vorher gewesen, die halt dazu geführt haben, dass wir 5 Minuten geschlafen haben. Wir haben halt gerade in dieser Anfangsphase der ersten Halbzeit nicht das gebracht oder nicht das gespielt, was wir halt spielen können. Wir haben halt dann, was nicht einfach ist, so 10 Minuten uns sehr gut im Spiel gefunden. Wir haben halt mehrere Torchancen gehabt, die wir halt nicht genutzt haben. Nichtsdestotrotz haben wir halt Torchancen auf der anderen Seite zugelassen. Zweite Halbzeit, genau das Gegenteil. Wir haben halt sehr viele Torchancen gehabt. Wir haben halt auch die 2 Tore gemacht, haben Gegner halt bis zum 87. Minute nicht einmal aufs Tor schießen lassen. 87. Minute hält Matti halt sehr, sehr schön oder sehr gut vom Stürmer. Und deswegen war es ein gerechtes Unentschieden. Wir sind halt jetzt in dieser Phase, wo wir halt wirklich viele Fehler machen, trotzdem von diesem Fehler lernen werden. Erstmal sind es halt ganz angenehme Menschen auf dem Platz. Wirklich halt sehr ordentlich. Man sieht halt, manche sind halt etwas weiter als die anderen, aber das ist überhaupt kein Problem. Deswegen haben wir auch Vorbereitung, dass wir halt zum ersten Punktspiel alle auf dem gleichen Stand sind.